Zur zweiten Sitzung des Seminars Funktionelle Neuroanatomie. Mein Name ist Julian Keil und wir wollen uns heute kurz anschauen, wie Neuronen miteinander kommunizieren, also wie wir die Signale von einem Neuron zum anderen bekommen und dann einige Methoden der funktionellen und strukturellen Neurowissenschaft kennenlernen. Das Ziel heute ist, dass Sie kennenlernen, wie denn tatsächlich die Signalübertragung zwischen Neuronen funktioniert und auch welche Störungen hier auftreten können, also welche Rolle Neurotransmitter, Neuromodulatoren und Veränderungen in diesen Prozessen spielen. Und dann wollen wir eben diese einzelnen Methoden kennenlernen, dass Sie für unser weiteres Seminar schon Bescheid wissen, wie wir denn eigentlich Erkenntnisse über unser Nervensystem gewinnen können. Bevor wir anfangen, ein paar Hinweise, wenn Sie das hier noch weiter sich anschauen wollen, möchte ich Ihnen ans Herz legen, die Seiten des Allen Institutes for Brain Science. Die wurde gegründet vom Co-Gründer von Microsoft, der ein Institut gegründet hat zur Untersuchung unseres Nervensystems. Und die haben eine ganze Reihe von Anwendungsbeispielen, wie man sich eben so Nervengewebe, Nervenzellen, neuronale Aktivität visualisieren kann. Und dazu zusätzlich gibt es noch von der Society of Neuroscience die Brain Facts Database, die auch ein dreidimensionales Gehirnmodell bereitstellt, wo man eben auch so die einzelnen Funktionen der Gehirnbereiche sich tatsächlich mal anschauen kann und auch so in ganz schönen Visualisierungen diese neuronale Aktivität sich anschauen kann. Letzte Woche hatten wir ja schon die Nervenzelle kennengelernt. Da hatten wir dieses Schaubild und ich hatte Ihnen die Aufgabe gegeben, sich mal zu überlegen, ob Sie es schaffen, diese einzelnen Bausteine einer Nervenzelle zu identifizieren. Wir wissen jetzt also, aus was so eine Nervenzelle besteht und wir wissen, welche Aufgabe die einzelnen Organellen, die einzelnen Bereiche in so einer Nervenzelle haben. Wir haben auch letzte Woche gelernt, wie denn Information entlang der Nervenzelle transportiert wird. Hier nochmal die Stichwörter Membranpotential und Aktionspotential, also diese Veränderungen im Potential an der Zellmembran, die dann Informationen weitertragen. Also Sie erinnern sich noch an diese starke Positivierung dieses Potentials, das Aktionspotential, das dann entlang des Axons weiterläuft. Wir haben also hier jetzt Informationsübertragung entlang einer Nervenzelle in Veränderungen von elektrischen Potenzialen. Und jetzt muss ja diese Information irgendwie von einer Nervenzelle zur nächsten Nervenzelle kommen. Und dazu habe ich Ihnen hier nochmal ein Schaubild mitgebracht mit den einzelnen Bereichen, die eben für so eine Informationsübertragung in Nervenzellen und zwischen Nervenzellen wichtig sind. Auch das sind alles Begriffe, die sollten Ihnen jetzt schon so ein bisschen bekannt vorkommen. Also wir fangen an auf der einen Seite mit den Dendriten, also den Eingangsstrukturen an einer Nervenzelle. Hier kommt also Information an. Und dann haben wir das Soma, den Zellkörper. Hier wird die Information dann integriert, also die ganze Information, die an den Dendriten ankommt, wird hier am Soma integriert. Und dann, Sie erinnern sich an letzte Woche, am Axonhügel, also an der Bindungsstelle von Zellkörper und Axon, da werden dann diese eingehenden elektrischen Potenziale aufsummiert, bis wir eine Aktionspotentialschwelle erreicht haben. Auf diese Aktionspotentialschwelle hin gehen dann spannungsabhängige Natriumkanäle auf, ein Aktionspotential wird ausgelöst und dieses Aktionspotential, Sie sehen es hier an der Pfeilrichtung, wandert dann unser Axon entlang. Um dieses Axon drumherum, Sie erinnern sich auch wieder an letzte Woche, haben wir die Myelinisierung, die entweder durch die Oligodendrozyten oder durch die Schwann-Zellen bereitgestellt wird und immer zwischen zwei Abschnitten, die durch diese Myelinisierung isoliert sind, da finden wir die sogenannten Ranvierschen Schnürringe und das Aktionspotential, das springt von Schnürring zu Schnürring. Am Ende von diesem Axon wird dieses Axon hier aufgeteilt in Axonkollateralen und am Ende von diesen Axonkollateralen, da finden wir die Axonterminalen oder Boutons. Und diese Axonterminalen, die stellen die eine Hälfte
der sogenannten Synapsen. Diese Synapsen, das sind die Orte der Signalübertragung zwischen zwei Nervenzellen. Und hier wird das Signal, das übertragen wird, von einem elektrischen Signal in ein chemisches Signal übersetzt. Das heißt, hier wird also die Information von der einen Zelle zur anderen weitergegeben. Und jetzt wollen wir uns mal genauer anschauen, wie eigentlich so eine Synapse aufgebaut ist. Auch wieder hier der Hinweis, so ein grobes Bild von so einer Synapse, das ist auch, so eine Frage für Klausuren, die sich unglaublich gut eignet, um hier in Klausuren die einzelnen Bauteile zu benennen. Also das sollten Sie, so die einzelnen Elemente sollten Sie schon ganz gut kennen. An so einer Synapse, da haben wir zwei grobe Bausteine. Wir haben einmal die Präsynapse und wir haben die Postsynapse. Die Präsynapse, das ist der Teil, wo die Information von der Zelle durch das Axon am Axonterminal ankommt. Die Postsynapse, das ist die Bindungsstelle der nächsten, der weiterleitenden Nervenzelle. Hier in diesem Axonterminal, da haben wir Vesikel. Diese Vesikel, das sind kleine Blasen, kleine Einschlüsse von Proteinen. Diese Proteine, das sind die sogenannten Neurotransmitter. Diese Neurotransmitter, das sind die Botenstoffe in der chemischen Signalübertragung zwischen Nervenzellen. An dieser Präsynapse, da haben wir außerdem noch weitere funktionelle Einheiten, nämlich beispielsweise Calciumkanäle. Ca2+, Calcium ist ein zweifach positiv geladenes Ion Calcium und wir haben hier selektive Kanäle für dieses Calcium. Wenn unser Aktionspotenzial, unser Axon entlangläuft und hier im Axonterminal ankommt, dann führt diese Spannungsveränderung im Axonterminal dazu, dass diese Calciumkanäle aufgehen. Also die sind genauso wie die Natriumkanäle am Axonhügel, sind die spannungsabhängig. Die verändern also ihre Struktur in Abhängigkeit einer Potentialveränderung, gehen auf und hier kann Calcium einströmen. Und dieses einströmende Calcium führt dann dazu, dass die Vesikel mit der Zellmembran fusionieren und hier die Neurotransmitter in den synaptischen Spalt freigesetzt werden können. Der synaptische Spalt, das ist der Bereich zwischen der Präsynapse und der Postsynapse. Gleichzeitig haben wir dann an der Präsynapse noch zwei Pumpmechanismen. Einmal die sogenannte Ionenpumpe, das ist die Natrium-Kalium-Pumpe, die für einen ständigen Ausgleich im Membranpotential sorgt. Und abgesehen von dieser Ionenpumpe haben wir auch noch sogenannte Reuptake-Mechanismen. Reuptake-Mechanismen, auch solche Pumpprozesse, strukturverändernde Proteine, die diese Neurotransmitter, die einmal im synaptischen Spalt vorhanden sind, wieder aufnehmen. Diese Reuptake-Mechanismen, die sind ganz zentral als Angriffspunkt für Psychopharmaka. Also ganz viele Medikamente, die wir in der Psychologie verwenden, greifen genau an diese Reuptake-Mechanismen ein, weil wir über diese Reuptake-Mechanismen steuern können, wie viele Neurotransmitter im synaptischen Spalt verbleiben und wie schnell diese Neurotransmitter wieder zurück in die Präsynapse aufgenommen werden. Also, die werden vielleicht im Laufe dieses Seminars und der klinischen Psychologie das Stichwort selektive Serotonin-Reuptake-Inhibitoren kennenlernen. Das sind Medikamente, die genau an so einem Reuptake-Mechanismus von Serotonin beispielsweise angreifen. Gehen wir weiter zur Postsynapse, also zur Empfängerseite des nächsten Neurons an den Dendriten, haben wir die dendritischen Spines und auf diesen dendritischen Spines drauf, da finden wir dann die sogenannten Rezeptoren. Rezeptoren, auch wieder Zusammenschlüsse von dreidimensional gefalteten Proteinen, die eine ganz bestimmte Struktur haben und hier haben wir das sogenannte Schlüssel-Schloss-Prinzip, dass hier diese Struktur der Rezeptoren und die Struktur der Neurotransmitter zusammenpassen und die hier eine Bindung eingehen und wenn sie diese Bindung eingehen, dann wird eine Signalkaskade ausgelöst. Beispielsweise öffnen sich hier Ionenkanäle und Ionen, also geladene Teilchen, können hier in die Postsynapse eindringen. Ganz wichtig hier, bei dieser
Übertragung anhand von chemischen Signalen von der Präsynapse zur Postsynapse. Die Neurotransmitter, die wandern nicht von der Präsynapse zur Postsynapse, sondern die Neurotransmitter, die bewirken nur eine Strukturveränderung an den Rezeptoren. Und aufgrund dieser Strukturveränderung an den Rezeptoren wandern dann Ionen oder es werden innerzelluläre Signalkaskaden ausgelöst. Im Inneren der Postsynapse, da finden wir dann natürlich noch diese üblichen Organellen, die wir schon kennengelernt haben, also das Zytoplasma, dieses Zytoskelett, und wir finden hier auch schon weitere Rezeptoren in Vorbereitung, die dann ein- und ausgebaut werden können. Diese Synapsen, die arbeiten nicht immer auf die gleiche Art und Weise. Wir haben also Neurotransmitter, die Übertragungsstoffe darstellen, und wir haben auch Neuromodulatoren, also Stoffe, die Übertragung der Signale, diese Signalübertragung zwischen Präsynapse und Postsynapse beeinflussen. Neurotransmitter, das sind beispielsweise Glutamat und GABA, Gamma-Aminobuttersäure. Neuromodulatoren, also all die Stoffe, die neuronale Aktivität beeinflussen, sind beispielsweise Serotonin, Dopamin, Adrenalin oder auch hier das Acetylcholin. Und dieses Acetylcholin, das hat eine ganz, ganz klare Rolle, eine ganz definierte Rolle in der Modulation neuronaler Aktivität. Dieses Acetylcholin, das wird gebildet hier im Hirnstamm, ich nehme mal hier unser Gehirn, hier im Hirnstamm, da finden wir Nervenzellen, die dieses Acetylcholin bilden. Und diese Nervenzellen, die haben Axone, die dann in den gesamten Neokortex und auch hier in hippocampale Regionen ziehen. Damit haben wir also ein System, das relativ großflächig die neuronale Aktivität beeinflussen, modulieren kann. Schauen uns das mal die Wirkweise von diesem Acetylcholin an einer glutamatergen Synapse. Glutamaterge Synapsen, die haben Glutamat als Neurotransmitter. Wir haben also wieder hier unsere Präsynapse und unsere Postsynapse. In den Vesikeln, da haben wir Glutamat. Also wenn hier ein Aktionspotenzial ankommt, dann wird dieses Glutamat aus den Vesikeln freigesetzt und das bildet dann an der Postsynapse an die glutamatergen Rezeptoren. Acetylcholin ist jetzt ein Neuromodulator, das heißt, dieses Acetylcholin beeinflusst die Arbeitsweise an dieser glutamatergen Synapse. Das heißt, Acetylcholin beeinflusst hier die Arbeit, bewirkt also eine Reduktion der Glutamatausschüttung. Und dieses Acetylcholin, das bindet hier an der Präsynapse an einen Rezeptor. Also wir haben Rezeptoren nicht nur an der Postsynapse, sondern wir haben auch an der Präsynapse Rezeptoren, beispielsweise hier ein Acetylcholin-Rezeptor. Und dieses Acetylcholin, das jetzt hier an diesen Rezeptor bindet, verändert die Freisetzungswahrscheinlichkeit von Neurotransmittern aus der Präsynapse. Also sprich, wir haben hier so ein ganz komplexes Zusammenspiel zwischen einer elektrischen Aktivität, die in ein chemisches Signal umgesetzt wird, die dann eine Signalkaskade auslöst, und Neuromodulatoren, die diese Übertragung und diese Signalübertragung durch Neurotransmitter beeinflusst. Und dieser Prozess, der ist ganz, ganz wichtig für eine ganze Reihe von neuronalen Erkrankungen, beispielsweise für die Alzheimer-Demenz. Und bei der Alzheimer-Demenz, da finden wir genau Veränderungen am Acetylcholin-Haushalt, die dann diese Signalübertragung an glutamatergen Synapsen beeinflussen. Jetzt wollen wir aber einen Schritt weitergehen und uns anschauen, wie wir eigentlich Erkenntnisse über unser Nervensystem erlangen können. Wir haben ein ganz großes Arsenal von Methoden in der Neurowissenschaft, mit der wir untersuchen können, was eigentlich in so einem Gehirn drin vorgeht. Da haben wir Methoden, die haben eine unterschiedliche zeitliche Auflösung, also die arbeiten beispielsweise im Bereich von Tagen oder Wochen. Das heißt, beispielsweise Läsionen, also wenn ich einen Teil von meinem Gehirn entferne, dann habe ich eine Läsion. Da ist ja der Teil des Gehirns nicht mehr vorhanden und ich kann mir dann anschauen, wie bewirkt sich so ein Entfernen eines Bereiches des Gehirns auf Erleben und Verhalten aus. Auf der anderen Seite haben wir
unter Methoden, mit denen wir sehr, sehr schnelle Veränderungen anschauen können, hier im Millisekundenbereich. Das sind also die Aktivität von einzelnen Neuronen, hier einzelne Aktionspotenziale können wir untersuchen mit der sogenannten Patch Clamp oder Single Unit Activity Untersuchung. Genauso haben wir Methoden auf unterschiedlichen räumlichen Skalen. Wir können uns entweder genau wiederum die Aktivität an einzelnen Neuronen anschauen. Da sind wir also räumlich unglaublich exakt. Da wissen wir genau, was jedes einzelne Neuron tut. Und auf der anderen Seite haben wir Methoden, mit denen messen wir so eher die grobe Aktivität an einzelnen Hirnbereichen, wie beispielsweise dem EEG. Schauen wir uns mal an, wie wir Informationen über die Struktur unseres Nervensystems erlangen können. Da haben wir unterschiedliche Methoden. Wir haben grobe Methoden, beispielsweise eben Präparationen des Nervensystems oder das sogenannte strukturelle Magnetresonanz-Imaging, MRI. Auf der anderen Seite haben wir sehr feine Untersuchungen, wo wir uns dann anschauen können, wie ist denn eigentlich so eine Nervenzelle aufgebaut und eben beispielsweise mit einer Elektronenmikroskopie genau die einzelnen Bausteine, die einzelnen Bereiche einer Nervenzelle anzuschauen. Die Präparation unseres Nervensystems, das ist eine sehr alte Technik. Das gibt es auch schon eine sehr lange Tradition, also beispielsweise bereits im 18., 19. Jahrhundert wurde begonnen, eben die Nervensysteme von Lebewesen, von Menschen, von Tieren zu untersuchen, herauszupräparieren, um zu untersuchen, was ist denn eigentlich dieses Nervensystem, wie ist das aufgebaut, aus welchen Bereichen besteht das? Und hier wurden sehr viele Fortschritte gemacht in der Untersuchung, aus welchen Bereichen ist denn eigentlich unser Nervensystem aufgebaut? Und da wurden auch schon so erste Karten erstellt, die einzelne strukturelle Bereiche im Gehirn unterscheiden und eingrenzen. Heute sind wir in der schönen Situation, dass wir dazu keine Leichen mehr aufschneiden müssen, wenn wir was über die Struktur des Gehirns untersuchen wollen, herausfinden wollen, sondern wir können anhand der Magnetresonanztomographie oder Magnetresonanzimaging einen Blick in das Gehirn, in den Körper werfen. So ein Magnetresonanztomograph, vielleicht war jemand von Ihnen schon mal bei einer MRT-Studie dabei, das ist so ein ganz großes Gerät, so eine große Röhre, und Sie werden in diese Röhre reingeschoben und dann werden Bilder von Ihrem Gehirn gemacht. Diese große Röhre, das ist ein Magnet, ein Elektromagnet mit einem sehr, sehr starken Magnetfeld. Das ist deutlich stärker als beispielsweise unser Erdmagnetfeld. Und dieses sehr starke Magnetfeld, das führt dazu, dass sich alle Protonen in Ihrem Körper an diesem Magnetfeld ausrichten. Und dann kann ich den sogenannten Radio Frequency Coil und den Gradient Coil nehmen, um diese Teilchen in Ihrem Körper aus dem Magnetfeld herauszuschubsen und kann dann messen, wie lange dauert es, bis sich diese Teilchen wieder an dem Magnetfeld ausgerichtet haben und kann daraus Rückschlüsse über die Zusammensetzung des Gewebes ziehen. Schauen Sie es nochmal genauer an. Also der erste Prozess beim MRT-Scan ist, dass ich einen Körper in ein Magnetfeld bringe. Das führt dazu, dass sich alle Protonen am Magnetfeld ausrichten. Dann kann ich die Ausrichtung mit dem Gradient Coil kalibrieren, kann also steuern, in welche Richtung sich die genau ausrichten sollen. Und dann gebe ich ein sehr starkes, energiereiches Signal, das sogenannte Radio Signal, also ein elektromagnetisches Signal hier in dieses Feld herein und schubse also alle Teilchen wieder aus dem Magnetfeld heraus. Und dann kann ich messen, wie lange es dauert, bis sich diese Teilchen wieder am Magnetfeld ausrichten. Sie erinnern sich vielleicht aus dem Physikunterricht noch an den Energieerhaltungssatz. Alle Energie, die ich in ein System hereinbringe, die muss da auch wieder rauskommen. Also Energie verschwindet nicht. Sprich, ich weiß genau, wie viel Energie ich mit meinem Radio-Signal in dieses System reinbekommen habe. Also kann ich genau messen, wann ist diese Energie wieder aus diesem System frei geworden, wann hat sich dieses System also wieder in den Ruhezustand zurückbewegt. Dabei kann ich zwei Prozesse messen. Ich kann einmal messen, wie lange dauert es, bis sich meine Teilchen wieder am Magnetfeld ausgerichtet haben. Und ich kann messen, in welchem Zeitverlauf
die Energie dabei frei wird. Daraus bekomme ich zwei Parameter, den sogenannten T1 und den T2-Parameter, die ganz unterschiedliche Aspekte der Eigenschaften neuronaler Aktivität messen. Ganz grundsätzlich für das strukturelle MRT verwenden wir das sogenannte T1-gewichtete MRT. Sie sehen es hier auf der ersten Slide, das T1-gewichtete MRT. Da ist eben alles hell, was Gewebe ist, also beispielsweise das Gehirn wird hier hell dargestellt, alles dunkel, was beispielsweise Wasser ist. Also wir können, also in der unterschiedlichen Struktur des Gewebes haben wir unterschiedliche Relaxationszeiten, also unterschiedliche Zeiten, bis sich diese Teilchen wieder am Magnetfeld ausrichten. Und aus diesen Relaxationszeiten können wir dann eben solche Schwarz-Weiß-Bilder berechnen, die uns Informationen über die Struktur des Gehirns geben. Das T2-gewichtete MRT ist quasi ein Negativ dessen. Hier messen wir eben die frei werdende Energie und das gibt quasi ein genau inverses Bild von so einem MRT. Wir können Nervengewebe aber natürlich auch aufschneiden, also postmortem können wir uns ein Gehirn hernehmen und können ganz feine Schnitte von dem Nervengewebe erstellen, um dann tatsächlich uns anzuschauen, wie sind einzelne Zellkörper in unterschiedlichen Bereichen des Gehirns angeordnet. Auch diese Technik hat eine sehr lange Tradition. Santiago Ramón y Cajal hat das beispielsweise unter dem Mikroskop gemacht. Er hat sich feine Hirnschnitte genommen, hat sie sich unter dem Mikroskop angeschaut und dann eben abgezeichnet, was er dabei gesehen hat. Also quasi eine reine Visualisierung einer Struktur. Diese Mikroskopie, diese mikroskopische Untersuchung von Nervengewebe, die machen wir auch tatsächlich heute noch. Aber heute sind wir einen Schritt weiter. Heute haben wir sogenannte Elektronenmikroskope, mit denen wir deutlich genauer und deutlich spezifischer auf ganz bestimmte Nervenbereiche, Nervenzellen oder Bausteine von Nervenzellen uns anschauen können. Mit der Elektronenmikroskopie ist es beispielsweise möglich, einzelne Synapsen zu visualisieren. Also gar kleinste Bauteile einer Nervenzelle können wir hier visualisieren. Also beispielsweise hier auf dem Bild sehen Sie eine Elektronenmikroskopieaufnahme eines Axonterminals, eines solchen Boutons. Dieses Axonterminal ist hier in dieser Elektronenmikroskopaufnahme aufgeschnitten, also wie so ein Ei nehmen. Und Sie schneiden den Deckel vom Ei ab und klappen das Ganze auf. Genauso ist hier dieses Axonterminal aufgeschnitten und wir können hier in das Axonterminal hineinschauen und hier in unterschiedlichen Farben eingefärbt sind unterschiedliche funktionelle Einheiten, also beispielsweise in Blau eingefärbt die Vesikel, die die Neurotransmitter enthalten. Und damit sind wir also mit dieser Mikroskopie sind wir so weit, dass wir die einzelnen kleinsten strukturellen Einheiten einer Nervenzelle uns anschauen können, um dann im nächsten Schritt auch anzuschauen, okay, welche Funktion erfüllen die eigentlich? Also in unterschiedlichen funktionellen Bereichen im Gehirn, welche unterschiedlichen mikroskopischen Strukturen finden sich da? Oder auch, wie sind beispielsweise Ionenkanäle aufgebaut? Also welche Struktur haben solche Ionenkanäle und wie verändert sich die Struktur in ganz bestimmten Funktionen. Damit sind wir am Ende des ersten Teils von dieser heutigen Seminarsitzung. Gleich geht es im zweiten Teil weiter.